Servus und willkommen zurück bei Stories, die Pfade des Schicksals. Wir stehen vor unserer ersten Entscheidung, Lapino zu retten und die Rebellion oder den Skyripper zu bauen und die Rebellion zu retten. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich möchte den Skyripper bauen. Also, weiter geht's. Every child knew about the Skyripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth? It was more than Renardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. So, wir haben uns also entschieden. Unsere erste Entscheidung. Jetzt geht's weiter. Kleines Detail am Rande. Unser Schiff. As he set foot on the island, Renardo could not help but feel a tinge of guilt. He'd left Lapino behind. He hoped the Mad Rabbit had somehow escaped the Ravens. He hoped they hadn't eaten him. If they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Why had he chosen the Skyripper? Renardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Skyripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ja, toll. Also offensichtlich... Wir haben gerade gesagt bekommen vom Spiel, wir haben uns offensichtlich falsch entschieden. Naja. However. Jetzt sind wir hier. Offensichtlich eine Waldgegend. Ein Kästchen. Yeah, wie viel haben wir schon? 8. Wir brauchen mehr. Glaube ich. Es gibt also jetzt Auswahlmöglichkeiten, aber immer noch schlauchmäßige Levels. Naja. Schauen wir mal weiter. Ich find's nett, ich find's cool. Wir haben unseren alten Freund nicht gerettet. Oh mein Gott. Ah, noch eine Kiste. Ah, nice. Nice, nice, nice. Eigentlich sehr cool, ne? Oh, das feiere ich gerade. Schaut geil aus. So, hier geht's in eine Art Dungeon. Schauen wir mal hier weiter. Das Coole wäre eine Map, aber gibt's glaube ich nicht. Also noch nicht. Noch eine Kiste. Ja, wunderbar. Who leaves these chests everywhere? Wondered Renardo. I should send him a thank you note. Das ist eigentlich sehr, sehr richtig. Wer platziert überall Kisten? Naja. Wir haben 20 Erz. Ich glaube, wir könnten uns schon ein anderes Schwert bauen. Okay, da geht sie nicht weiter. Dann rein da. Okay, dürfte eine Mine sein oder so. Geht wirklich, wirklich tief runter. Ah, da ist eine Werkbank. Wasser. Da könnten wir uns rüberziehen. Eine große Tür, die sich von allein öffnet. If I craft a sword now, it's gonna be really short. Wieso? Wieso wird's jetzt auf einmal kurz? Juwelen. Juwelenfassung. Dies ist das Juwelenfassungsmenü. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deine Angriffs- als auch deine Verteidigungsfähigkeit verbessern. Nice. Dein Handschuh hat 3 Taschen, in die du deine Juwelen stecken kannst. Wähle eine davon, um deine Juwelen zu sehen. Okay. Ja, nice. Schauen wir uns das mal an. Jedes Juwel hat 3 Level und seine Wirksamkeit wächst mit jedem Level. Findest du ein Juwel, das du bereits hast, wird das Level des Juwels erhöht. Okay. Du findest die Juwelen in den Kisten, die in ganz Boreas verteilt sind, wenn du Glück hast. Okay.
Du hast dieses Juwel noch nicht gefunden. Angriffstempo. Chance auf Kritischtreffer, körperlicher Widerstand, elementarer Widerstand, Schildbrecher, Schatzjäger. Okay, es gibt also 7 Juwelenarten. Wir haben noch keine davon gefunden. Aber gut zu wissen. So, Schwerter. Level 1 sieht hammermäßig aus. Ja genau, das kann man ja auch wieder aufrüsten. Das erlaubt uns, uns selbst zu heilen. Das können wir nicht bauen. Das können wir auch nicht bauen. Können wir auch nicht bauen. Können eh nichts bauen. Außer dass, wenn wir jetzt noch 30 Erz sammeln, dann können wir uns upgraden und können wir uns selber heilen. Das ist natürlich cool. Ah, deswegen wäre es sehr kurz, wenn wir nicht weiter können. Klar. Aber zuerst... Who needed bridges anyway? Ja. Ah. Ja, wenn das so weitergeht, dann werden wir bald unser Schwert upgraden. Das ist... Das? Ah, ein Teleport. Gibt's da vielleicht noch was anderes zu suchen, zu finden? Nö. Okay, ja, Teleporter. Gut, dann schauen wir mal da rein. Ah, da ist wieder so ein Auge. Viele Augen. Who are you looking at? Oh, right. No one. Richtig. Also grafiktechnisch ist das irgendwie so ein bisschen Mischung aus Torchlight, bisschen Hop, aber auch ein bisschen Diablo 3, finde ich. So, ein Hebelheber. Das sind gleich 2 solcher Augen. Falsches Schwert? Achso. Um hier durchzukommen. Logisch. Was brauchen wir hier für ein Schwert? Sagt's uns nicht. Ein anderes. Yeah. Okay. Hier haben wir sonst... Die Menschen, die dieses Kastell gebaut haben, wussten sie, was monstrous Waffen in ihren Wäldern lag? Der Skyripper könnte alles, was er touched. Or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands of thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. Der einzige gute Krieg ist ein guter Krieg. Da kenne ich noch jemanden anderen, der sagte mal, um den Krieg zu gewinnen, muss man selbst zum Krieg werden. Naja. Huh? That was new. Most people still use doorknobs. Und das sagt er beim zweiten Hebel. Ja, 10 Gesundheit. Das ist cool. Ich würde gern... Was bist du? Ein Altar. Ah, okay. Bringt uns aber nichts, weil wir noch keine... kein Level-Up haben. Allerdings, wo sehe ich, wie es fertigkeitstechnisch aussieht? Da unten am Bild sind 2 Balken. Ich habe keine Ahnung, wo ich sehe, wie viel Experience ich habe. Renato's blood was up. He just needed to smash something. Ja, das ist immer gut. Immer gut und hilft immer. Ah. Kann ich nicht. Gut, aber grün. Das heißt, wir kommen mit dem Heldenschwert durch. Sehe ich irgendwo wie viel? 27. Das heißt, ich brauche noch 3. Dann kann ich das Schwert upgraden. Da ist wieder ein Teleport. Ein falsches Schwert. Brauchen wir schon 2 verschiedene Schwerter. Don't we just agree to disagree? Said Renato. No?
Also das Kampfsystem ist geil. I like. Kampfbericht. Sieges Experience 800. Combo Maximum 100. Ich hätte das gern gelesen. Also das heißt, wir bekommen nur bei solchen Gruppenkämpfen Erfahrung. Okay. Also das heißt, so einzelne Gegner bringt gar nichts. Die könnten auch eventuell umgehen, weil es eh keine Erfahrung bringt. Sondern nur so Gruppengegner. Verstehe. Das heißt aber, wir kommen jetzt eh nicht mehr zurück, sondern... Okay, es gibt nur einen Weg. Grüne Tür ist nicht... Diese Tür ist nicht... Ah doch, grüne Tür geht. Okay, aber jetzt schauen wir mal hier entlang. Denn irgendwo hier war eine Kiste. Ja, wusste ich doch. Yeah. So, 33. Das heißt, wir könnten unser Heldenschwert upgraden. Wenn wir zum Schrein zur Werkstatt, Werkbank zurück könnten. Was ist das? Lesen. Die Wahrheit über den Skyripper ist von dichtem Nebel verhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Skyrippers verbannt hat. Hä? Achso! Iblis mit Hilfe des Skyrippers verbannt hat. Also der Kaiser heißt nicht Iblis, sondern er hat Iblis verbannt. Danach vergrub der immerwährende Kaiser, IK genannt im Folgenden, die Waffe und verschwand. Er ging freiwillig ins Exil, um die Welt vor der letzten göttlichen Präsenz zu befreien. Oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyripper und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen, als die der Waffe des Opfers? Meine Rituale werden den Iblis-Stein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyripper ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument, falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen. Aha, okay. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Wer sind die Alten? Die Eltern? Keine Ahnung. Aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, Entschuldigung, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isigrim III. Geheimes Tagebuch. Alright. Ist das jetzt so eine Wahrheit, die man Hero Wall. Hero Sword. Ice Wall. Ice Cube. Klar, Ice Cube. Da hinten ist was, das möchte ich haben. Sehen wir noch einmal irgendwo im Menü? Nein, sehen wir nicht. Alright, also Eisschwert. Damit wir diese Türen aufkriegen und dahinter funkelt irgendwas, würde ich jetzt natürlich gerne wissen. Dann schauen wir mal da durch, weil es der einzige Weg ist. Okay, also die Levels dürften sehr, sehr groß sein, wenn man mehrere Schwerter braucht, um... Freunde? Wow. Da hat's aber mal jemand gut gemeint. These things could really use a hand. Ja. Das sind etwas viele. Aber naja, schauen wir mal. Ups. Der hat uns jetzt gesehen, aber zum Glück ist nichts passiert. Und den werden wir jetzt einfach von hinten erdolchen. Sehr gut. Okay, gut, dass da immer so Verschläge gibt, denn sonst wären jetzt fünf auf einmal. Ein bisschen kritisch gewesen. Da sind zwei, drei,
4, aber hallo. Also, mit diesen Herren wurde nicht gespart. Ich hoffe, die drehen sich nicht um, sonst bin ich jetzt da nämlich etwas im Arsch. Argen, Entschuldigung. Ah, da könnte man sich verstecken. Okay, aber... Sieht gut aus soweit. Was war jetzt da? Gibt es da vielleicht irgendwo Geheimgänge, wo man noch rein kann, die man übersehen? Nein. Okay. Oh. Okay. Oh, das hat wehgetan. Das hat ebenfalls wehgetan. Wie war das? Das war also nicht so gut. Kampfbericht. Kombo, Stil gut. Mangelhaft. Also Rüstung. Wir haben aber offensichtlich ein Level-Up. Kann das sein? Wo sehe ich das? Wo ist das? Jetzt brauchen wir so einen Schrein und jetzt brauchen wir Werkstatt. Pronto. Schauen wir mal weiter. Zwei Hebel. Ein Rätsel. Ein Teleporter, was haben wir da? Ah. Das ist gut. So, zwei Hebel. Und hier ist... nix. Diese Brücken sind ziemlich geil. Oh, eine Feuerwand. Kann man auch nicht durch. Also ich glaube, die Levels sind sehr groß und wir werden ja wirklich mehrere Schwerter brauchen, um alles zu entdecken. Und ich kann ja nicht anders, ich will ja immer alles entdecken. Also mal eins. Bringt uns das irgendwie weiter? Ja, tut es. Once you try it, you're hooked. You're hooked! So, Energie ist voll. Vielleicht noch ein bisschen Erz. Ah, cool. Und ein Trüchen. Nice. 41. Gut, somit genau. Das dachte ich mir. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt hebeln wir mal diesen Hebel. Ha. Fast schon zu einfach. Ich weiß, immer wenn ich so großkotzig rede, dann geht's gleich bald mal in die Hose. Naja, schauen wir mal. Da ist nix. Da ist nix. Eine Truhe. Wieso, wenn ich laufe, dann... Okay. Öffnen wir eine Truhe. Sehr gut, also ein Schwert-Upgrade wäre schon drinnen. Da kann man aber nirgendwo weiter. Das bringt uns leider nichts. Okay. Dann schauen wir mal in die andere Richtung. Ah, ein Schrein. Unten ist eine große Türe. Wir haben ja noch gar keinen Bosskampf gehabt. Hm. Also, wir haben zwei verdient. Wir könnten zwei Upgrades machen. Aber wir haben noch keine Wahrheit natürlich. Okay, also da kann man mal nichts machen. Der ist 1 von 1. Also können wir eh nur das machen. Drücke. Ja, ja, das wissen wir schon. Wenn man mehr nachdenken, wenn wir uns an mehr erinnern. Okay, drücke L und A zum Stürzen. Stürzen verbraucht Ausdauer. Also da unten, das ist unsere Ausdauer. Interesting. Was haben wir jetzt? Den perfekten Schlag. Genau, jetzt können wir mehr. Wir haben noch einen Punkt, oder? Combo. Abwehr. Kampf.
Steigere die maximale Gesundheit. Naja, das wäre natürlich auch nicht blöd, oder? Soll man das machen? Mach mal. Achso. Wir haben insgesamt erst 2 verdient. Gut, wir machen das nicht. Wir können jetzt stürzen. Also rushen. Das ist gut. Kämpfen zu kommen, und das schaut sehr nach Bossfight aus. Ich weiß es nicht. Bevor wir wieder reingehen, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Was dort passiert und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen, Servus und bis zum nächsten Mal.